Hi Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. In diesem Video habe ich ein wirklich leckeres und spezielles Grundrezept für euch. Einen Sable Breton, einen bretonischen Mürbteig mit Mandeln. Speziell an dem hier, der hat noch 3 Gramm mehr Salz drin, denn Breton ist bekannt für den Salzanbau, aber zum Essen gibt es wirklich einen sehr, sehr coolen Geschmack. Vielleicht kennen es die einen oder anderen von England. Dort wird auch teilweise Salz in die Kuchen gegeben und das bricht erstens die Süße und hat hinten raus wirklich noch so einen speziellen Effekt, den ich sehr, sehr mag. Für den bretonischen Mürbteig brauche ich 500 Gramm Weißmehl, eine halbe Vanilleschote, 3 Gramm Meersalz, 15 Gramm Backpulver, 375 Gramm weiche Butter, 8 Eigelb, 300 Gramm Zucker und 100 Gramm Mandeln. Dann gebe ich die Butter mit dem Zucker, dem Meersalz und der ausgekratzten Vanilleschote in die Küchenmaschine und mische mir das auf kleiner Stufe durch. Wenn alles schön klumpenfrei miteinander verrührt ist, gebe ich mir die Eigelb bei. Vorsichtig in 3-4 Intervallen beigeben. 3-4 Eigelb beigeben, darunter mischen lassen und dann die nächsten beigeben. Nachdem das Eigelb beigegeben ist, nehme ich eine Gummilippe, mische mir auch schön den Rand noch durch, damit da nichts kleben bleibt. Im Anschluss die Mandeln beigeben. Das sind gemahlene Mandeln ohne Schale. Darum sind die so schön hell. Die kann man auch weglassen, wenn man die nicht mag, das ist kein Problem. Gebe ich mir das Backpulver auf das Weißmehl, mische mir das durch, gebe es in die Küchenmaschine. Und mische es auf kleiner Stufe unter den Teig. Wenn das Mehl im Teig ist, nicht mehr zu lange mischen, denn sonst wird der Gluten im Mehl aktiv und der ganze Teig wird zäh. Das heißt, wenn man sich den dann ausrollt, zieht er sich wieder zusammen. Drum nur noch kurz darunter mischen und im Anschluss auf eine Frischhaltefolie geben, zudecken und 30 bis 60 Minuten im Kühlschrank fest werden lassen. Du kannst den Teig auch schon 2-3 Tage im Voraus herstellen, das ist absolut kein Problem. Dieser Teig ist eine Woche im Kühlschrank problemlos haltbar. Einfach die Anfangszeit des Kühlens ist wichtig, damit er sich schön ausrollen lässt und dann verhält er sich wie ein ganz normaler Mürbteig, mit dem du Kekse, Spitzbuben, Cookies oder sogar Formen auslegen kannst. Was ich aus diesem Teig mache, siehst du in einem der nächsten Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Rezept zum Nachbacken findest du hier. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Schreib mir einen Kommentar, eine Rückmeldung zum Rezept. Bis zum nächsten Video. Dein Marcel.